Messen sind eigentlich schon fast vorbei. Wir sind heute für euch hier in Dortmund auf der Motorräder 2014. In 5 Hallen, da gibt es hier über 400 Aussteller mit ihren Produkten zu sehen. Und was hier alles im Programm ist, das zeigen wir euch jetzt. Wir machen mit euch einen kurzen Messerundgang, also kommt mal mit. Da haben wir übrigens KTM, ist natürlich auch hier vertreten. Und ich werde gleich auch mal bei KTM am Stand vorbeigucken und mal schauen, ob wir den 1190 Adventure R abgeschwatzt bekommen für eine der nächsten Folgen. Aber jetzt geht's erstmal zu Polo. Und da ist er, der Stand von Polo Motorrad, unserem Partner in der Kategorie Bekleidung. Wir werfen einfach mal einen Blick, was es hier zu sehen gibt. Der Honda Cross Tourer in der schönen Camouflage-Optik sieht eigentlich richtig cool aus. Den haben wir übrigens in Folge 10, glaube ich, getestet. Den Link, wenn ihr den haben wollt, schreiben wir den einfach noch mal in die Beschreibung vom Video rein. Also Testbericht Honda Cross Tourer angucken gleich. Schön warm hier auf der Messe. Wir sind jetzt hier schon seit 2 Stunden auf den Beinen und laufen hier rum. Und jetzt geht es nämlich gleich mal zu unserem Partner aus der Kategorie Reiseausrüstung und Zubehör, der Firma Touratec. Die sind gleich hier hinten. Also, wenn ich mich hier neu sortiert habe, dann geht's los. Perfekt ausgestattet. Los! Der Start in die Saison. Jetzt haben wir auch noch ein super Wochenende an. Wir haben eigentlich wieder alle Produkte, die so Kernsortiment von Touratec sind, mitgebracht. Ganz neu haben wir dabei den Sega Pro 2. Es gibt ihn jetzt ungefähr ein Jahr. Hat sich schon auf vielen Pisten bewährt. Neuartiges Befestigungssystem, nochmal neuartige Verschlüsse, neuartige Sealing hier vorne. Und letztendlich ist er noch stabiler und noch einfacher zu handhaben. Das war's von uns hier von der Motorräder 2014 in Dortmund. Wir haben auf jeden Fall jede Menge Fotos gemacht und ein paar von unseren Bildern, die könnt ihr in unserer Selfie-Galerie anschauen. Die ist bei uns im Blog verlinkt. Wir haben auf jeden Fall sehr viele Leute getroffen, unter anderem auch viele bekannte Gesichter, die ihr vielleicht schon in unserer Sendung gesehen habt. Außerdem über 400 Aussteller konnte man hier sehen, also das komplette Programm für das Jahr 2014. Die Messe hier in Dortmund, jeweils Anfang März, ist auf jeden Fall Kalendereintrag wert. Wenn ihr hier aus der Gegend kommt, dann schaut beim nächsten Mal einfach rein. Uns hat sehr viel Spaß gemacht. Bei uns geht es gleich weiter mit dem nächsten Thema. Also bleibt dran und viel Spaß.